Hallo, da sind wir wieder, der Danny, der René und der Benny. Wir spielen Borderlands 2 und kümmern uns jetzt um die Quest Ich fordere dich Symbiosen. heraus. Symbiose. Ja, da gibt es auch ein Achievement und zwar der Typ, der auf dem Bullimon reitet, muss platt gemacht werden, bevor er Verstärkung ruft. Okay. Das könnte eventuell sich als schwierig gestalten. Vielleicht muss man mit dem höheren Level dann nochmal dahin. Okay, dann lass uns mal reinrocken, ne? Und nochmal zur Erinnerung hier, gibt es ein Achievement und zwar über diese Kette laufen, anstatt den Fahrstuhl die Brücke rüber zu fahren. Und hier muss man in Southern Shelf durch vier Fernrohre schauen. Hier ist das erste. Gut, das Borderlands-Zeichen hatten wir hinten rum auf dem Schiff. Und hier vorne ist dann auch schon das zweite. Let's rock. Da schießt jemand mit einer Jacobs-Pistole. Nein. Doch. Der Klang ist unverwechselbar. Ich weiß. Die benutze ich am Anfang immer. So. Meiner. Warum sind eigentlich in den Klos immer Waffen? Seid ihr froh? Ja, bin ich auch. Ich habe jetzt bei mir die Physics von hergestellt, weil wenn die Physics an sind, gehen meine Fraps runter, aber die Klos sind auch extrem widerlich dann. Also seid dankbar. Weil dann läuft die Prügel raus, das ist nicht so fein. Ich mich selbst in die Luft gejagt. So, da hinten ist schon das nächste Borderlands-Zeichen. Wir gehen hier hinter diese Säulen, springen hoch und aktivieren. Man muss erst mal wissen, dass es sie gibt. Jetzt weiß es. Schrotgewehr ist zwar ganz nett, aber ich bevorzuge doch ein Hyperion. Na komm! Tut mir weh.
Wenn du dein Hologramm aktiviert hast und dann Nahkampf machst, machst du, glaube ich, immer Crit-Schaden. So. Ist meine Nuss. Unter uns. Upsi. Ich bin unterwegs. Ah, du bist schon unten. Kann ich auf dich schießen? Bei mir leckt's gerade, ich kann nicht die Treppe hoch. Doch jetzt. Irgendwie, ich komme, Moment. Ah, hab schon. Mein Geschützturm hat mich gerettet. So, bevor wir da hochgehen, sammeln. Komm mal zu mir. Nein, nicht da hoch. Runter. So. Ja, Waffenladen. Nimm die Waffen, die am allermeisten Schaden machen. Also das wäre dann... Soll ich meine Schrotflinte nehmen, oder? Wäre nicht schlecht. Die hat aber nur einen Schuss drin. Feuerpistole. Hier, schmeiß ich noch einen Schrot raus. Hauptsache viel Schaden, damit wir den Typ so schnell wie es geht wegkriegen. Mein Inventar ist voll. Ich muss ein paar Waffen wegschmeißen. Wenn du mit dem Sniper klarkommst oder so, dann gehst du ganz links oben auf das kritische Schaden erhöht. So. Sag Bescheid, wenn ihr soweit seid. Moment, ich guck mal kurz. Hier oben ist noch was. Eine Granate. Die kann ich nicht einsammeln. Gut. Kann ich? Du kannst, ja. Also wie gesagt, so schnell wie es geht, den Typ platt machen. Ich glaube, es reicht, wenn man den Typ runterschießt, aber natürlich besser, wenn beides kaputt ist. Hm. Ich lock die jetzt mal an. Moment. Na, oh, jetzt wird der wir haben es geschafft. Wundervoll. Dieser Tumult war ausgesprochen hilfreich für meine Studien über die Sozialstrukturen der Bullimons. So, aber nur nicht da hochgehen, nicht da hochgehen. Weil da kommen noch zwei Badass. Ja, ich wollte hin an den Klo. Warte, wir machen erst die Badass drin. Weg. Okay. Der Henne ist schon drin. Oh, brennen. So, das hat mir geschafft. Sehr schön. Waffen, ich hab sie, du brauchst sie. Und gibt's irgendwo Waffen, was ja. Gutes? Erstmal. Ich hoffe, du bist geimpft. Ich glaube, die Munition. Wird eh geteilt. Sieben Schuss. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Ich hätte eine Explosivpistole mit Nahkampfschadenbonus. Hm? Ich habe eine Explosivpistole mit Nahkampfschadenbonus. Wenn du Interesse hast. Ja, lass mal rüberwachsen, dann bitte. Versuch nicht zu sterben. Dankeschön.
Oh, ich kann einen neuen Skill auswählen. Ja. Ich mache ich mal eben mit bei kritischen Trefferschaden ganz links. Und hier hab ich noch eine Feuerpistole, wenn jemand braucht. Ich hab eine. Ja gut, wenn deine definitiv besser ist, brauchst du nicht gucken. Du hast mir gerade zwei Pistolen hingelegt. Sei vorsichtig da draußen. Ist aber korrekt, was ich rausgeworfen hab. Willkommen in Dr. Sands tragbarer Klinik. Was kann ich für dich tun? Ich find's nicht so gut, dass am Anfang noch keine MPs gibt. Ja, gut, kommt aber bald. Wenn du anders einkaufst, lass ich dich töten. Herausforderung gemeistert. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Bluten. Ich hab noch gar keinen Badass-Token. Ja, das dauert ja auch manchmal ein bisschen. Ich hab... wenn man das als eine Fernrohr guckt, sieht man unten das Schiff und da hinten so. Cool. Genau, das ist noch eins. Das machen wir jetzt auch schnell, dann ist die Frage schon. Auch schon rum. Es sind ja vier Stück. Wenn du weißt, wo die anderen sind, tu es. So, haben wir hier noch was Schönes drin? Waffen! Ich hab sie! Du brauchst sie! Nein. Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht mehr brauchst. Danny auch Tisch geguckt? Ja. Gut, so, wir gehen mal schnell nach der Runde. So, ich muss noch eine Fertigkeit auswählen. Zeit fürs Training. Ja, Schutzteam, ne? Und bitte nicht ins Wasser fallen. Und woran bist du gestorben, bitte? Da ist ein Typ da, den ich nicht... Du bist oben drüber. Ja, Danny ist leider nicht sehr aufmerksam. Ich komme halt rechtzeitig hin. Tut mir leid. Also, brauchst du auch nicht mehr. So. Kommst dann zu uns. Ja, das wird ein Badass hier nur weghauen. Das wäre eine Schweinerei. So, hier ist das nächste. Alle einmal durchblicken. Wow. Diese Shotgun-Zwerge sind echt übel. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Leute, versucht nicht ins Wasser zu fallen. Oh Mann, weil ich zurückgeguckt habe. Mann, Und nicht alles nachmachen. Ja, dann stirb ehrenvoll. Fuck. Ja, das ist aber nur bei kaltem Wasser. Also, wenn man später in Wasser geht, wo kein Eis ist, dann stirbt man auch nicht. Ergibt auch total den Sinn. So. Ja, vielleicht ist das Wasser so kalt, so total kalt, dass man dann stirbt drin. Ja, klar, los. Ja, trotzdem brutal. So, ich muss gerade mal hier den Shotgun ausrüsten. Das will ich jetzt eher brauchen. Bin gleich wieder da, Jungs. So. Freue ich mich drauf, wenn das Geschütz besser ist. Wo seid ihr denn? Oder so einer? Kannst du auch lassen. Da oben ist noch einen, der will einen Headshot haben, unbedingt. Ja, wer battelt, kriegt. Aber warte mal auf den Danny, sonst, ja. Das ist ganz alleine. Genau. Eigentlich. Ranchon. Mhm.
muss ja hinter der Stelle das Fernglas gucken. Ja, dann mach mal. Ja, das ist er. Ich bin angerannt. Ja. Hoho, nett, nett. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ist immer super, wenn der mit der Eingang blockiert. Ausgezeichnet. Lass mir einen, wenn's geht. Nein, danke. Dann belebe mich bitte, bitte. Ja, ich habe eigentlich eher der René gemeint, weil er knallt an, ohne Rücksicht, alles weg. Ja, sorry. Und es hat auch nicht viel Sinn, wenn du so weit vorrennst, weil ich aufnehme. Nö. Weil wenn du vorne wegrennst, dann kann ich nicht zeigen, was die Leute machen sollen. Okay. Langsamer machen. Langsamer machen. Ein Duell. Jetzt. Jetzt kein Duell. Das könnt ihr im Sanctuary machen. Und hier ist das vierte Fernrohr. Das ist echt ein Power-Luder, ey. So. Gut, damit haben wir diese Reihe durch. Nein, ich fall schon wieder ins Wasser. Hätten wir doch jetzt einen Cut gemacht, hätten die Leute nicht gedacht, was ein Depp. Tot. Gut, ich denke mal, die Zeit ist um. Wir werden uns dann bei der nächsten Folge wiedersehen. Das heißt Borderlands 2 Let's Play Together, weil wir spielen hier nicht alleine. Bis dann.